Ja, wir haben bis jetzt die reellen Zahlen kennengelernt und die imaginären Zahlen. Jetzt lernen wir eine neue Zahlenart kennen, die komplexen Zahlen. Dazu schreibe ich mal hier eine quadratische Gleichung auf. X² plus 4x plus 8 gleich 0. Wenn ich die jetzt löse, zum Beispiel mit der PQ-Formel, dann komme ich auf folgenden Ausdruck. X12 gleich minus 2 plus minus die Wurzel aus minus 4. Gut, früher war Wurzel aus minus 4 nicht lösbar. Jetzt haben wir aber schon die imaginären Zahlen kennengelernt. Da können wir also sagen, die Wurzel aus minus 4 ist 2i. Also ergibt sich die Lösung x12 gleich minus 2 plus minus 2i. Ja, die Lösung hier, das hier, ist also eine Zahl, die sich wiederum aus einer reellen Zahl, also minus 2, und einer imaginären Zahl, 2i, zusammensetzt. Deshalb nennt man solche Zahlen, solche Lösungen hier, zusammengesetzte Zahlen. Und das Fremdwort dafür ist komplexe Zahlen. Zusammengesetzt heißt also komplex. Ich schreibe es mal hin. Komplexe Zahlen. Die haben also die allgemeine Form a plus bi, also a und b sind hier die reellen Zahlen und hier kommt noch ein i hinter, das ist dieses i hier. Die würden abgekürzt mit c. Ja, wenn man eine neue Zahlenart einführt, dann ist es ja wünschenswert, dass die alten Zahlenarten da drin enthalten sind. Ich wiederhole das mal eben. Als wir zum Beispiel die ganzen Zahlen eingeführt haben, da waren ja dann die positiven ganzen Zahlen, also die natürlichen Zahlen drin enthalten, als auch die negativen ganzen Zahlen, also minus, minus 1, minus 2, minus 3. Also die positiven und negativen haben wir zusammengefasst zu den ganzen Zahlen. Und das Gleiche, das machen wir jetzt, das ist auch wünschenswert, dass das auch bei den komplexen Zahlen der Fall ist. Die komplexen Zahlen sollen also die reellen Zahlen und die imaginären Zahlen enthalten. So, das prüfen wir mal nach, ob die das wirklich können. Dann nehmen wir zum Beispiel mal die reelle Zahl 4. Kann ich die auch als komplexe Zahl schreiben? Ist die auch in den komplexen Zahlen enthalten? Ja, und zwar muss ich da einen kleinen Trick machen. Ich kann ja schreiben 4 plus 0i. Ne? Und jetzt hat diese Zahl hier, die 4, die Form einer komplexen Zahl. Die 4 ist das a, die 0 ist das b und hier hinter kommt das i. Das klappt schon mal. Machen wir schon mal ein Zeichen OK hin. So, dann nehmen wir die imaginäre Zahl, sagen wir mal 2i. Ist die auch in den komplexen Zahlen drin? Ja, da mache ich einen ähnlichen Trick. Ich schreibe 0 plus 2i. Ja, und schon habe ich wieder eine komplexe Zahl. Die 0 ist das a, die 2 ist das b. Ist also auch eine komplexe Zahl. So, zum Ende des Videos will ich nochmal auf die Bezeichnungen eingehen. Eine komplexe Zahl, haben wir gelernt, eine komplexe Zahl a plus bi besteht aus einer reellen Zahl, also hier a, und einer imaginären Zahl bi. Die reelle Zahl hier nennt der Mathematiker Realteil und den Koeffizienten von i nennt er Imaginärteil. Und da wird oft ein Fehler gemacht, wenn man sagt Imaginärteil, meint man also nicht die ganze imaginäre Zahl, b mal i, sondern nur die reelle Zahl, den reellen Koeffizienten von i. Also nur dieses b. Realteil und Imaginärteil sind also Zahlen aus R, reelle Zahlen. Ja, da muss man also unterscheiden, b mal i ist die imaginäre Zahl, wenn der Mathematiker aber sagt Imaginärteil, meint er nur dieses b, was vor dem i steht. Komplexe Zahlen werden meist mit z abgekürzt oder z genannt. Und deshalb heißt der Realteil auch oft re-z. Und der Imaginärteil wird im z abgekürzt oder im z genannt. So, jetzt sind wir am Ende vom Video und ich verabschiede mich.